Los geht's und damit herzlich willkommen zu den Nachrichten bei uns. Schön, dass Sie dabei sind. Im Osten der Kleinstadt Norman, ca. 35 Kilometer südlich von Oklahoma City, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Oklahoma in den USA, kam es gestern Nachmittag zu einer aufsehenerregenden Verfolgungsjagd. Der mehrfach nicht vorbestrafte und unbewaffnete Halter eines Ford Escort hatte vergessen, den Blinker zu setzen und konnte erst nach 30 Metern von der Polizei gestoppt werden. Einer der Polizisten zog sich bei dem Versuch, den Verkehrssünder aufzuhalten, eine schwere Hodenquetschung zu, als er beim Absteigen von seinem Fahrrad abrutschte. Sehen Sie die sensationellen Livebilder des Sattels vom Fahrrad des amerikanischen Polizisten in Dauerschleife gleich hier bei uns. Heute Morgen kam es im finnischen Jäkimäki-Spakospäken fast zum Absturz einer Boeing 737. Glücklicherweise konnte der Pilot die Maschine nach einem spektakulären Landeanflug pünktlich und sicher aufsetzen. Die komplette Besatzung überlebte und blieb unverletzt. Wie es dagegen den 138 Passagieren geht, ist zur Stunde noch unklar. Vor wenigen Minuten meldete sich einer der Stewardessen zu Wort. Ihr Kommentar: hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Passagiere nicht während des Fluges über die Notrutsche evakuiert. Das war's fürs Erste von mir. Mehr zum Thema Übergröße heute Abend in der N24-Dokumentation. Mega Machines, der größte Vibrator der Welt, zieht um. Und keine Sorge, falls Sie was mitbekommen haben, ich sage das Ganze hier heute noch 23 Mal.